versteckt. Bitte bleibt versteckt, bis wir uns wieder bewegen können. Schlaf schön, Fatih. Morgen bringe ich dich heim. Besteck. Jetzt essen wir alle zusammen. Fatih ist heute Morgen um 4.05 Uhr in Trazinia angekommen. Du warst nicht schon wieder bis 4 Uhr wach, um mit diesen Zügen zu spielen. Gemäß dem Fahrplan. Also du und dein Vater? Ihr seid sowas von. Du wirst diese Hausarbeiten heute erledigen, Karl Friedrich Rauch. Was glaubst du? Worüber spricht der Vater wohl gerade? Ich sag's dir frei heraus, mein Sohnemann. Das Brot deiner Mutter, es gibt mir die Kraft, den Heizkessel zu füttern. Und vor allem die Rinde. Wirklich? Unvermeidbare Verspätung, Vater. Aber keine Angst, euch hat niemand gesehen. Karl. Karl Friedrich. Mama, die Sicherung. Hausarbeiten. Wow, Papa ist liegen geblieben. In Breslau. Es läuft, Fatih. Wir gewinnen Geschwindigkeit. Oh ja, das ist es, wenn du treu lebst, tapfer kämpfst und lachen stirbst. Was ist denn los? Ist er wie ein Tod gemacht? Warum heulst du? Die Bombenangriffe sind doch vorbei. Nein, sie haben den Churchill tot gemacht. Oh. Entschuldigung, Leute, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich bin froh, dass du nicht mal zum Spielen herauskommst. Nun heul doch nicht. Mit meiner Hilfe kommt der Fatih heute Abend heim. Wir können den Churchill dann morgen betrauern. Aber jetzt lässt das Fahrrad. Dein Vater wird genauso stolz sein, wenn du mir hilfst. Aber der Vati hat weder Arme noch Beine. Sag sowas nicht. Karl. Karl, hör zu. Wenn deinem Vater etwas zustoßen sollte, nur wenn, ist das nicht deine Schuld?
Mama, Lotte hat heute Morgen geweint. Wegen dir? Karl, die Schneider sind sehr wichtige Kunden. Nein, weil sie ihr Schwein geschlachtet haben. Psst, die haben doch gar kein Schwein. Doch, es war so eine Art Geheimschwein. Lotte hat mir erzählt, dass sie es gestern Abend geschlachtet haben. Lotte hat sehr geweint. Sie hätte es sehr geliebt, obwohl es Churchill hieß. Na, das hätte sie aber wissen können, dass das fürs Messer bestimmt war. Ich wette, die geben die Schweinsfüße dem Herrn Rainer, weil er ihnen letzte Woche das Tor repariert hat. Aber bestimmt nicht, wenn ich als Erster dahin komme. Bist du fertig mit dem Fahrrad? Ja, aber ich glaube, der Dynamo ist kaputt. Vater, bist du auch liegen geblieben? Ich? Nein, natürlich nicht. Doch. In Breslau. Ganz schrecklicher Ort, Breslau. Ist alles platt gegangen auf den Boden, da musstest du kämpfen. Was? Kämpfen? Nein. Nein, es ist alles gut gegangen. Guck mal, Papa. Ich hab den Zug hingekriegt. Die Mama hat geholfen. Sie hat genäht und ich hab die Scheite gewechselt. Guck mal. Das hast du alles ganz allein gemacht? Mein Sohnemann, ohne dich hätte ich das alles gar nicht machen können. Ohne dich und ohne deine Mutter. Tja, aber dann gewöhnt man sich dran und man. Schau sie dir an, meine Beine. Mein Rückführer. Und mein kleiner Engel. Davon geht die Welt. Nicht unter sieht man sie manchmal auf Trab. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraubt. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebracht. Davon geht die Welt nicht unter, die man sie manchmal auch braucht. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die man sie manchmal auch braucht.